Hallo? Check, check. Es gibt Areas in Germany, die heißen No-Go. Wenn ein Nazis erwischen, tanzen sie auf deinem Schädel Pogo. In deinen Leichnam brennen sie ein Hakenkreuz-Logo. Dann kann man hier alles machen, wegschaut Polizei und Soko. Werden Menschenrechte verletzt, Ausländer gehetzt. Doch Papa Staat tut es ab, als wäre es eine lapidare Tat. Eine Kurzschlussreaktion wird nicht aufgenommen in die Statistik. Für sie nicht wichtig. Nur ein Menschenleben vernichtet. Um die Straftat zu vertuschen, wird eine falsche Geschichte dazu gedichtet. Doch wenn das Schweigen bricht, kommt die Wahrheit ans Tageslicht. Dann war der Mörder Nazis. Danke.